In der neuesten JDownloader Beta werden anonyme Benutzerstatistiken gesammelt. Man bekommt auch nach dem Update eine Meldung und wird darauf hingewiesen. Und man bekommt auch einen Hinweis, wie man das dann wieder deaktivieren kann. Da das aber nicht so einfach ist, deshalb jetzt hier das Video. Also wir sind jetzt hier in der, ja, auf der Startansicht des JDownloaders. Dann gehen wir hier oben auf Einstellungen, nochmal auf Einstellungen. Und hier wählen hier die Profi-Einstellungen aus, in denen sind wir jetzt auch. Und hier müssen wir den Stats Manager suchen. Das ist hier also alles alphabetisch sortiert. Ich kann hier aber auch oben einfach Stat eingeben und dann bekomme ich hier den Stats Manager, der ist enabled. Deshalb nehme ich hier den Haken raus. Der disabled sehe ich hier nicht, aber natürlich ist er jetzt hier durch dieses ja, Rausnehmen des Hakens nicht mehr aktiv. Speichern muss ich die ganzen Optionen nicht, das funktioniert automatisch. Ich kann jetzt also die Einstellungen hier wieder schließen und ja, es werden jetzt eben keine Informationen mehr an die Entwickler von JDownloader geschickt.